Ich begrüße euch sehr herzlich zur Pressekonferenz kurz vor der Abfahrt der Mannschaft nach Aue vor dem Spiel morgen des LSV Frankfurt beim FC Erzgebirge Aue vor bisher 3875 Zuschauern. Es wird noch einen Schülertag geben, eine besondere Aktion, bei der Schüler für 5 Euro den Platz ihrer Wahl nehmen können zu dem Spiel morgen, und dadurch hofft der FC Erzgebirge, die Zuschauerzahl ein bisschen nach oben zu treiben. Schiedsrichter ist Felix Zweier, Assistenten Thomas Färber, Eduard Beitinger und vierter Offizieller Torben Siever. Das Wetter wird im Gegensatz zu den letzten Jahren nicht ganz so kalt sein. 8 Grad bedeckt sind angesagt. Es liegt auf jeden Fall kein Schnee im Stadion. Die Sonne scheint momentan, und alles Weitere erfahren Sie jetzt von unserem Cheftrainer Benno Müllmann. Ja, die Spiele sind ja im Moment so kurz hintereinander, dass ich eigentlich Gott sei Dank immer ähnlich anfangen kann. Ich denke, wir stehen nach wie vor doch recht stabil im Mittelfeld und können einfach aus dieser Position heraus selbstbewusst und sicher weiter unser Ziel, den Klassenerhalt da zu sichern und hinzubekommen, verfolgen. Und das wollen wir einfach auch in Aue am Mittwoch unter Beweis stellen, dass wir im Moment bereit sind, dafür auch was zu tun und dafür auch was mitzunehmen. Und ich denke auch, wenn die personelle Situation nach wie vor so ist, dass die Langzeitverletzten nicht dabei sein können, dass jetzt auch Marc Kruska gesperrt ausfällt, dass Mathieu Lecky fehlen wird, dass der Einsatz von Juni Kaukofat auch noch nicht hundertprozentig sicher ist. Aber er hatte sich gestern leicht verletzt, aber hat heute schon wieder mitgemacht, und ich denke, dass das morgen früh auch dann schon keine Schwierigkeiten mehr darstellt. Aber auch unabhängig davon, denke ich, ist der restliche Kader auch stark genug und von der Qualität her so gut besetzt, dass wir schon einen Anspruch haben sollten, auch in Aue nicht nur zu bestehen, sondern auch was mitzunehmen für unser Ziel. Und das mit dieser Einstellung, denke ich, werden wir morgen Abend dann auch in die Partie gehen. Wichtig wird natürlich sein, dass wir dann auch möglichst über 90 Minuten einfach eine gute Mannschaftsleistung auf den Platz bringen, die einerseits sicherlich von einer guten defensiven Stabilität, oder es wird einerseits sicherlich da eine gute defensive Stabilität nötig sein, aber auch eine fußballerische oder eine Spielfreude im Offensivbereich, dass wir da einfach wieder ein bisschen mehr Power entwickeln, ein bisschen mehr Gier auch wirklich ein Tor zu machen. Wir werden da in Aue sicherlich nicht ein Dutzend Chancen haben, aber wir werden uns einige rausspielen, und da müssen wir dann auch zuschlagen. Und das ist wichtig, wenn wir so die erste Chance, die wir im letzten Spiel hatten, die ja nachher fast die einzige war, dann reingemacht hätten, dann entwickelt sich so ein Spiel auch anders. Und da müssen wir einfach auch mehr darauf aus sein, das auch wirklich umnutzen zu wollen und zu können. Ja, die haben wir so gesagt. Ich denke, dass wir körperlich in einer ausreichend guten Verfassung sind, um auch morgen ein gutes Spiel abliefern zu können. Und diese Zielsetzung haben wir. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Müllmann. Und falls ihr noch Fragen habt, wie immer, das Funkmikrofon steht bereit. Ich gehe davon aus, dass Konrad für Kruska spielen wird. Wissen Sie auch schon, wer für Lecky reinkommt? Ja. Wer wird es sein? Ja, das müssen Sie. Also ich weiß, wer reinkommt, wenn sich morgen früh keiner verletzt. Und damit nicht aber morgen schon wieder der sich dann ärgert, der dann spielen muss, weil sich einer verletzt hat, sage ich lieber heute nicht. Vielleicht freut er sich dann aber auch, wenn er dann reinkommt. Ja, das weiß man nicht. Keine weiteren Fragen? Dann vielen Dank. Bis morgen in Aue. Tschüss. Ja.